Viertel nach sechs. Wir fangen direkt an. Ziele werden interaktiv auf ihrer Karte dargestellt. Die werden gleich. Ah, Shockwave, perfekt. Die werden dann gleich auftauchen. Grober Abriss. Es gibt in der Stadt im Süden, in Feruzabad, feindliche Kampfhelikopter, die sich aktuell noch auf dem Boden befinden. Diese wurden von der örtlichen Miliz gekauft, dürfen aber niemals diesen Sektor verlassen. Ihre Aufgabe wird es sein, verhindern, dass diese Helikopter bis 8 Uhr starten. 8 Uhr ist. Gibt sich mein Typ. Um 8 Uhr ist, haben wir die Information erhalten, dass da geplant ist, dass die Helikopter starten und halt diesen Sektor verlassen. Wir haben in der Nähe von. Nee, wir haben ist in Gospandi einen vorgelagerten Stützpunkt, der unter anderem Anti-Air-Waffen zur Verfügung hat. Diese sind allerdings optional. Das komplette Gebiet ist feindlich gesonnen. Also aufpassen und fertig. Fragen? Zivilisten? Zivilisten gibt es, aber wir rechnen damit, dass diese nicht zahlreich vorhanden sind, beziehungsweise dass diese nicht immer super toll nett sind. Okay, gegen wen kämpfen wir? Müssen wir mit irgendwelchen Hinterhalten rechnen? IDs, Selbstmordattentäter, sonst was? Naja, es gibt die örtliche Miliz, die ist scheiße. Die hasst uns, weil wir den Frieden bringen wollen. Und Demokratie! Demokratie, genau. Und ja. Was war die Frage? Wie krass die drauf sind, die Jungs da. Also sprengen die sich für ihren Gott in die Luft? Naja, Ja. sagen wir mal so, sie tun alles dafür, dass wir verschwinden. Okay. Vom Äußersten ausgehen, ja? Alles klar. Kensam, ich bin auf den Malediven. Macht's gut. Blick auf die Uhr, wir haben jetzt 18:17 Uhr. Bis 20 Uhr muss die ganze Kacke durch sein. Dachte bis 8 Uhr. Ja, es ist doch Ach 0 Uhr. so. Ah, okay, sorry. Falsch, falsch. Oh, ja, schon klar, schon klar. Mal diese Analoguhren. Wo Ekelhaft, leben wir ne? denn? Kurze Frage, seht ihr die im Game Dings, die Ja, Ziele? ja, ja, Okay, perfekt. ja. Noch eine Frage. Ja. Die Helikopter am Ach ja. Boden sind, brauchen wir keine Anti-Air-Waffen, weil sie am Boden sind. Ja, allerdings ist es denkbar, dass diese Helikopter Truppentransporter, wie man dem Ziel entnehmen kann, was auf der Karte aufgetaucht ist, hoffentlich, oder den Task zumindest, dass diese natürlich entsprechend verteidigt werden. Jetzt ist die Frage, was ist sinnvoller? Hingehen, sich durch die ganze Stadt kämpfen und gegen viel, viel Widerstand kämpfen, oder optional sich Anti-Air-Waffen zu besorgen und warten, bis die Dinger gerade starten. Was sind denn das für Das ist euch Helikopter? überlassen. Das sind Truppentransporter. Das ist jetzt sehr, sehr. Wissen wir, was für ein Helikoptertyp? Nicht unsere. Wir haben sie von irgendwelchen Warlords hier in Vadia gekauft. Okay, wie viele waren? Also haben wir eine genaue Anzahl, wie viele Helikopter die gekauft haben? Zwischen 0 und 12. Zwischen 0 und 12, das heißt, wir brauchen Ja. mal mindestens 24 Anti-Air-Werfer. Nein, wir wissen es nicht ganz genau. Wir rechnen allerdings da aufgrund der schwierigen Lage hier in diesem Gebiet, wissen wir nicht ganz genau, wie viele. Wir rechnen allerdings mit einem guten halben Dutzend. Luftunterstützung. Okay. Aufgrund des schweren zugänglichen Geländes haben wir leider keine Helikopterunterstützung, weil wir einfach dafür kein Geld haben. Was ist mit unserem Artillerieregiment? Haben die Haben wir noch heute mal nicht keinen hier. Urlaub? Ja, wir sind ja erst hier. Wir sind ja erst seit halt 2 Wochen hier. Ja und bis dahin, ey, da. Ja, okay. Wir haben doch kein Geld. Wo ist Kim? Kim, wenn du mit mir reden willst, kann ich nicht in Teamspeak wechseln. Wo ist er? Gut, sonst noch irgendwas?
Ansonsten stehen euch die zwei Jeeps zur Verfügung. Jeeps. Jeeps, ja. Jeep. Jeeps. Ja, wir brauchen den Rest. Wir haben hier noch mehr. Ja, eure Mission ist nicht so wichtig. Ja, da, alles klar, Jungs, dann ab in die Kaserne, Karten spielen, ne? Ja. Naja, also eure Mission ist schon ich wichtig, schon mal bei... dass diese Mission nicht so eine hohe Priorität hat, dass wir euch alles an Material zur Verfügung stellen können, die es gibt. Ah, okay. Das es gibt. Nicht mal minensichere Fahrzeuge, ey, was das schon. Ja, du hast ja die falschen gewählt, die Demokraten da. Alter, ich bin Republikaner, was ist los? Ja, ja, sagst du jetzt. Wirklichkeit hat die Republik, die Demokraten gewählt. Gut, ihr könnt loslegen. 20 Uhr, Ziel. Viel Spaß. Ja. Ach, das ist Niki, der da rumrennt, ja. Hermo, ich buche schon mal den Flug, ne, zur Malediven zurück. Ja, 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 natürlich. Was? Wohin Flug? Ja, klar. Legen wir uns an den Strand, Kokosnüsse und ein paar, ne, ein paar schöne Tänzerinnen, die uns mit Palmenblättern Luft zuwedeln, das ist doch geil. Guckt jetzt. Wir sind ja 6 Mann, wollen wir 2 Squads machen oder einen? Wir können 2 machen, oder? Guck mal, stehen da schon richtig. Ist halt so die Frage. Also ich würde jetzt echt sagen, 1 Squad und dann, wenn es darum geht, dass wir mehr Platz brauchen, nicht alle auf einen Haufen knubbeln, dann vielleicht 2 Fireteams, aber trotzdem halt noch 1 Squad-Lead. Weißt du? Mhm. Ich würde ein Fireteam-Lead machen. Hätte ich null Probleme mit. Okay. Dann rüste ich mich schnell anders aus. Wer ist Squad-Lead? Ist das Mikro, Niki? Ja. Gewohnheitsbedürftig. Also, und die gerne mitnehmen? Ja. Du bist Squad Lead, ja? Ja, Sekunde. So, ja, genau. Also Funke 50-1, große brauchen wir eh nicht. Das AA-Zeug, das laden wir dann nachher auf. Da kümmern wir uns nachher drum, wie wir das verteilen. Ich muss noch was hinzufügen, was ich vergessen habe, eben zu erwähnen. Ja. Unsere Anti-Air ist hier bei uns in der Basis leer. Ja, ja, klar. Das ist uns bewusst, sonst müssen wir die Scheiße ja dann nicht abholen. Okay, danke. Tschüss. Ansonsten, wie viele Medics? Soll ich einen Tony machen? Haben wir sonst keinen bisher? Nee. Nee. Dafür haben wir 3 ja, MG-Schützen, das ist halt auch zu viel. Machen. Bei MG-Schützen habe ich nichts gegen, wenn wir gegen Helikopter antreten müssen. Du hast gewechselt. Ja, wer ist denn Private Murphy? Ach, niemand. Niki sieht komische Menschen. Der stand hinter euch. Ja, komm. Ja, soll ich noch, soll ich MG behalten? Das war eigentlich die Frage, oder soll ich was anderes machen? Weil die beiden waren schon ausgerüstet. MG kannst du schon behalten. Ja, ich bin jetzt kann ich auch Gruppenscharfschütze oder egal was gebraucht wird. MG ist mir am liebsten jetzt so. Ja, gut. Weil wenn wir nachher gegen Helikopter kämpfen und die Munition alle geht, dann ist MG irgendwie am effektivsten. Jo. So, Paddyschwein, du machst du meinen Schützen? Ja, kann ich machen. Also das, was du schon ausgerüstet hast, Badges ist Medic, das ist dann Fireteam Lead. So. Für wen denn dann? Ja, ich würde dann Permo und Shockwave nehmen. Okay. Jo. Boah, komm, dann muss ich ja fast noch ein MG nehmen, ne? Wenn so ein LMG schadet ja nicht. Ja, dann pack das noch ein, und dann kannst du mit deinem Fireteam in den Jeep hier vorne einsteigen und dann hinter uns her. Großes. Und der Rest kann schon mal mit mir. Großes, dickes Team. Ja, Mann, einfach die Feuerpower des Todes. Wir sind das Team fürs Grobe. Einmal Funkcheck, Shockwave. Ja, Nicky bestätigt. Danke.
Schwerpunkt Check, Voltbridge, Volt 51. Naja, Permo bestätigt und führt ebenso Funkcheck durch. Niki, welche Frequenz haben wir? 50-1. Gehen wir alle in 1? Merci. Nein, nein, da hinten steht, hinter dir steht da noch einer. Permo, den, das Ding hier vorne. Die standen doch eben noch alle beide hier an der Stelle, oder? Nee, Andi hat das Ding noch durch die Gegend gefahren. Ach, da habe ich nicht gehört. Ihr beide, Permo und Shockwave, natürlich hinten auf die Ladefläche, sollt ihr rausschießen können. Nix, sitzt nicht hinten. Wie geht das? Da wird mir schlecht. Denk mal ein, bitte. Nein! Nein! Jetzt drück mal links, klick. Ja. Shockwave? Ah, ja. Kim meldet sich verspätet zum Dienst. Ey, geil. Muss noch auf die Wasbox warten. Könnt ihr vorfahren, wenn ihr wollt. Ja, dann fragt Niki gleich, wo du dich anschließen sollst. Ich kann hier rausschießen, wie geil ist das denn? Ja, klar. Wie lange hast du keine Arme mehr gespielt? Ist schon ein bisschen her. Naja, so lange auch nicht, aber ich hab echt. Oh, alles klar, dann hinter uns her und auf geht's. Sei froh, du hast noch die Klappe. Die vor uns die haben. Einfach nicht. Die vor uns haben einfach keine Klappe da. Ja. Aber ich kann nur nach hinten schießen, oder? Ja. Ah, okay. Und je nachdem, wie viele Leute halt hinten drauf sitzen, verändert sich auch der Richtbereich für jeden. Ja, wie geil, Alter. Klar, weniger Platz zum... Ne? Ja, rechts. Zum Schwenken. Niki fährt mich über die AED. Eine Sekunde, ich muss gleich erstmal kurz ein bisschen bleiben. Sekunde, ich muss einmal anhalten. Ich will hier gar nichts. Yo, Bro, wanna race? Wanna race? Jetzt sind wir Teamspeak lauter. Ja, jetzt komme ich in, weiß ich auch nicht. Ach, keine Ahnung. Und weiter geht's. Oh, der will rennen. Permo, der will rennen. Der will rennen fahren, ey. Ich will auch rennen. Nee. Rennen nach Hause. Permo, ich brauch deinen Fuß auf dem Gaspedal. Ich glaube, das hält das Ding nicht aus. Trittst das Blech durch, ne? Ja. Mein Gott, nicht mal blinken können sie, ey. Die sämtliche Beleuchtung der Fahrzeuge muss sich entfernen für unsere Disco in der Kaserne. Ah, ja, klar. Jetzt alles Autos hochbürden. Oh. Oh, Niki hat schon ja, was geil, getrunken, ey. Oder? Niki, schon ein bisschen Alkohol intus? Steine auf der Straße. Ah, hätte ich jetzt auch gesagt. Steine im Kopf hat er! Ja, ja. Jetzt gib mal Gas da vorne! Oh, der fährt ja langsam als meine Oma. Sag mal, habt ihr auch ein Fadenkreuz? Ja. Leider Gottes ja. Wow, Dev, pass bitte auf meine Füße auf. Extra nicht. Habt ihr gestern gesagt, deine Schuhe finde ich cool. Komm, Permo, hol sie dir! Wenn wir jetzt bremsen, kommen wir da voll hinten rein. Ja, zum Glück kann man ja auch noch ausweichen, nach links oder rechts. Genau, da fahre ich am besten noch in den Busch rein und die Karre ist kaputt. Ja, besser als wenn 6 Leute tot sind. Minze? Ja, doch schon. Ein wenig.